was bisher geschah. Mit Samus' Hilfe schlägt Adams Einheit eine gigantische Kreatur zurück. Nach diesem Vorfall bittet Adam Samus um ihre Kooperation, unter der Bedingung, dass sie seinen Befehlen folgt. Die Soldaten teilen sich auf, um die Umgebung zu untersuchen. Samus erhält den Auftrag, die Energieversorgung im Hauptsektor wiederherzustellen. Nachdem die Energieversorgung wiederhergestellt ist, erteilt Adam Samus ihre nächste Aufgabe, die Erkundung von Sektor 1. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Metroid Other M. Ja, ich dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Erinnerung. Vielleicht die, wo die letzten ein, zwei Parts nicht gesehen haben. Dann wisst ihr auch gleich, worum es geht. Und was ist das für ein Ding da am Boden? Ah, warte mal. Das lebt doch noch, oder? Oh ja, schnell weg damit. Ich frage mich nur, ob das einzige war. Nein, was nicht. Okay. Und ich glaube, hier renne ich einfach mal durch, oder? Na, möchte auch nicht, dass sich hier was versteckt. Ja, wo seid ihr? Da hinten. Wow, und... Ah, verdammt. Das Ausweichen sollte vielleicht besser klappen. Gut, dann hätten wir hier nicht aufgeräumt. Verdammt. Na komm, geh down. So. Schön aufladen. Und... Ja, warum triffst du nicht, Samus? Na, das Auto-Aim kannst du schon noch ein bisschen besser lernen. Ja, wenn wir gleich aufladen, dann können wir auch so weit... Oh, aufpassen, dass wir nicht hier zu diesen Piranha-Pflanzen da reinspringen. Die können nämlich ganz schön böse viel Schaden machen. So. Aber wenn sie down sind, ist das kein Problem. Okay, hier jetzt hat... Oh, verdammt. Na, das war ja ganz toll hier, der Sprung. Na, das geht besser, aber gut. Oh, warte mal, da sollte ich vielleicht jetzt nicht hier meine ganzen Missiles verschießen. Und vor allem sollte ich hier, glaube ich, erstmal stehen bleiben und die Gegner erledigen. Nicht, dass wir hier irgendwo reinrennen. So. Na gut, das müssten eigentlich... Da rechts sind noch überall welche. Oh! Na, genau sowas wollte ich eigentlich vermeiden. Denn, wenn man sich, hier kann man sich irgendwie nicht heilen. Oder ich check's auf jeden Fall nicht. Und deswegen möchte ich hier nichts riskieren. So, okay, aber die scheinen immer wieder zu kommen, deswegen kann ich da auch so durch. Oh nein. Okay, fuck. Wir haben hier gleich mal einen kleinen Miniboss zu besiegen, oder wie? Na los, oben drauf und Feuer! Jawoll! Betäubt und nochmal, würde ich sagen. Zack. Zweiter Treffer. Geht das nochmal? Da geht noch mehr. Jawohl, denn dieser Angriff hier ist, glaube ich, der effektivste von allen. Den sollten wir ruhig ein bisschen mehr nutzen. Jawohl. Okay, ich lade mal auf sich jetzt selber, falls da noch... Ja, da hinten ist doch nochmal... Nein. What the fuck? Da kommt gleich einer. Und gleich nochmal. Alter, zwei auf einmal. Seid ihr des Wahnsinns? Ja, komm, geh down. Oh ja, das war gut ausgewichen, Samus. Ich hoffe, die kann uns... Der zweite greift uns nicht an. Oh ja, doch, macht er aber. Werden wir den ersten gerade einen verpassen. Aber ich kill jetzt erstmal den einen hier. Und ich muss sagen, die Kämpfe werden irgendwie... werden durch diesen Angriff hier irgendwie ziemlich einfach, muss ich sagen. Wow. Ja, weil... Das ist eigentlich die einfachste Art, jeden Gegner hier zu besiegen. Draufspringen und... den Angriff machen. Na komm, wo bist du? Da bist du. Verdammt, die sind aber auch schnell. Nein, wow. Das war knapp. So, na. Ah, schade, der Sprung ist zwar cool, aber klappt nicht immer. Ich glaube, ich weiche lieber normal aus. Zack. Wir können nämlich im letzten Moment das Steuerkreuz drücken. Und dann können wir so auf die weghechten von dem Angriff. Aber das klappt irgendwie bei mir noch nicht immer. Deswegen nehme ich mal den normalen Sprung. Und jetzt kommen wieder die Gegner hier. Na gut, oh, eine ganze Menge. Na komm, da sollten wir schnell weiter. Andererseits ist es so ein großer Raum, da ist bestimmt was versteckt. Und vor allem die Tür da hinten ist zu, dann müssen wir wahrscheinlich alle killen von euch. Deswegen, komm, räumen wir eben auf. Aber da kommen auch immer mehr, ey. Haben die auch Nester oder so vielleicht? Okay, nein, schaut aus und... Oh, wartet mal kurz. Da ist gerade das Avira-Ding aufgepoppt. Okay, so. Jetzt ist hier aufgeräumt, aber es kommt immer noch nichts. Ach, jetzt sehe ich es auf der Karte, da oben rechts geht es auch noch weiter. Dann hüpfen wir da mal rauf. Oh, nichts wie raus hier. Puh, hoffentlich kommt hier bald mal was zum Heilen. Okay, da geht's rein. Und was klappert hier denn so? Hört sich an, als würde da irgendwer rumlaufen. Ach, da drinnen. Was ist denn das? Oh Gott, oh Gott. Okay. Na, du komisches Viech. Dich mache ich lieber mal mit den Morph Boys kaputt. Ja, dann kann man sogar in der Luft hier treffen. Das ist gut. Dann können wir hier schon mal einiges an Energie sparen. Oh nein, sie haben uns gesehen. Verdammt.
Okay, aber die halten nicht viel aus. Dann ist es egal. Gut, dann würde ich sagen, normaler Modus wieder. Und wir metzeln uns durch. Oh ja, und da hinten ist ein... Hier ist irgendwann ein Power-Up. Da. Da oben, genau, das sehen wir es. Aber wie kommen wir da rein? Hä? Kommen wir da durch? Nö. Warum dann der Raum hier? Okay, war der... Vielleicht war der sinnlos? Oder? Ah, wartet mal. Da oben geht's rein. Aber wie soll ich da hinkommen? Kann ich das aufballern vielleicht? Nein, okay. Hier ist offen. Da, ja. Ja, los. Ah, wir können uns hinhängen mit Samus und dann gleich in den Morphball verwandeln. Damit haben wir schon unseren nächsten Missile-Container. Jawohl. Das ist nämlich schon wieder in den einen, den wir mal verpasst haben. Und warum komme ich hier nicht durch? Die Tür ist doch grün auf der Karte. Aufsprengen, aufsprengen. Okay. Was? Super Missile? Was? Wir haben keine Super Missiles. Oh, oh, okay. Das heißt, wir müssen mal wieder zurück. Na, wo geht's denn dann lang? Sackgasse? Ja, da unten ist immer noch zu. Oh nein, sag bloß. Na, sag bloß, da ist jetzt wieder irgendwelche fiesen Gegner aufgetaucht. Okay, sind einfach wieder die ganz normalen Gegner sind wieder da. Aber naja, das ist auch nicht gerade gut. Ich hau jetzt hier erstmal ein paar Missiles raus. Wir benutzen die ja sonst fast nie, deswegen komm. Okay, war es anscheinend schon. Gut, aber ich habe hier trotzdem ein ungutes Gefühl, weil warum geht die Tür hier nicht auf? Wir sind ja schließlich in der Sackgasse. Na gut, gehen wir mal zurück. Stimmt, und da hinten ist ja auch... Wow! Da hinten ist ja auch... wir sind ja den Berg runtergerutscht und... Ach komm, was geht denn jetzt ab? Na, aufpassen. Diese Flugtypen sind schwer auszuweichen. Na, nicht treffen lassen. Oh, ja. Nicht treffen lassen und rennen. So vor den drei Gegner rein, natürlich. So, anders als ich glaube, ich sollte mich nochmal erwischen lassen. Denn jetzt kann ich mich heilen, genau. Anscheinend kann ich mich nur heilen, wenn ich halb tot bin. Ich verstehe nicht genau warum, aber gut. Ich verstehe allgemein das Prinzip mit dem Heilen hier nicht so wirklich, weil... Warum kann ich mich nicht ganz normal heilen? Aber okay. Und ich glaube, das kann doch hier nicht der richtige Weg sein. Ich verstehe gar nicht wirklich. Es muss hier doch irgendwie weitergehen. Ich gehe dann... Warte mal, wir haben da eine Map, ne? So, zoom da mal rein. Ach so, da hinten. Jetzt habe ich es gesehen. Oh Mann, ich sollte mich vielleicht genauer umgucken, bevor ich hier irgendwie rumheule. So, geht alle down. Und wow. Okay, die greifen uns doch an, diese fliegenden Viecher. Auch wenn wir im Aufbau-Modus sind. Dahin. Hä, habe ich mich jetzt verguckt gehabt gerade? Ja, ich habe mich verguckt, oder? Nein, doch, da links ist doch ein Gang. Der wird mir aber auf meinem normalen... Der wird mir aber auf dem Terminal nicht angezeigt. Und jetzt geht mal down, verdammt. Oh, diese Flugviecher sind echt nervig. Ja, doch, es geht hier lang, aber der wird mir auf meinem Radar nicht angezeigt. Komme ich hier rüber? Nö, kann ich das wegballern hier für irgendwie? Auch nicht, okay. Ich sag bloß, sie kommen nicht weiter. Das wäre ja was. Ne, auf der Map geht's da links so ein kleiner Gang. Seht ihr direkt über meinem blauen Punkt? Da müssen wir auf jeden Fall lang. Vielleicht ist das hier oben, also in der Schleuse. Aber da ist ja zu. Da war ja auf jeden Fall zu. Und da war der Missile-Container drinnen. Na komm, geh rauf, Samus. Ja, da war... Ach so. Oh Mann, ich bin schon wieder so unglaublich schlau. Sorry, Leute. Kann ich das hier aufmachen? Schaut vielleicht so aus. Nein, okay. Gut, dann gehen wir so weiter. Viele Wege, aber nur einer, der rausführt. Okay. Frage ist nur, wo gehen wir lang? Okay, ich gehe erstmal links, weil das schaut so aus, als wäre da nur eine Sackgasse. Okay, wir können gar nicht links lang. Und wo führt das hier hin? Waren wir da schon? Schaut nicht so aus. Hier haben wir noch eine Tür. Ich gehe jetzt mal da lang, oder? Ach so, das hier ist sogar der richtige Weg. Und wenn das der richtige Weg ist, wo hat dann der obere Weg hingeführt? Weil irgendwie... Okay, das schaut aus wie der Raum aus Super Smash Bros., wo Samus Anzug drinnen ist. Im Subraum MSR. Okay, hier scheint nichts zu sein, oder? Kann ich das kaputt machen? Nö. Okay, der Raum ist wahrscheinlich jetzt noch nicht von Bedeutung, deswegen da unten entlang. Die Türen können wir alle nicht aufmachen, aber da.
Zuchtraum. Oh, ja, das hört sich toll an. Wir können auch nicht mehr ballern oder so, nein. Das schaut aus, als würde jetzt gleich eine Katzen kommen. Ja. Oh, wohl ein Boss, oder? Okay, ich bin bereit. Auch wenn mir das Ganze immer noch ein bisschen unwohl ist, dass wir uns nicht heilen können. Oh fuck, schon wieder einer. Erledigt. Okay, Samus, ich will mir nicht so... And in one corner was the miserable form of a researcher's corpse. This victim hadn't sustained the same injuries. The dead I'd seen had been torn apart by something large. This one had been attacked by a different type of creature. And as I studied the violence this creature had wrought, I felt something in the air, the presence of a dark intelligence. Oh oh, okay. Aber wir können hier nicht schießen oder sonstiges, deswegen vielleicht doch nicht. Aber wir können uns hier gar nicht umschauen, oder wie? Nein. Diese Metallpflanzen, undurchdringliche Pflanzen verhindern uns das Durchkommen. Gut, dann müssen wir wohl zurück, okay? Das schaut aber nicht sehr gemütlich aus, ja? Ach so, ich muss immer noch zu dem Ding da oben hin, das war quasi ein Extra, oder was? Ah nein, wahrscheinlich sind jetzt halt die anderen Türen offen, oder? Das wird sein. Oder die eine Tür, wo er ja noch verschlossen war. Okay, nichts. Was? Ist immer noch zu? Oder kann ich die aufmachen? Ja, auch so. Nein, da brauche ich auch Super Missiles. Dann wird hier drin. Okay, was zur Hölle? Was macht dieses Krabbelviech da drinnen? Ich dachte jetzt gerade schon, es ist ein Metroid, aber die Metroids sollten ja eigentlich alle vernichtet sein, offiziell. Oh, das ist ein Transporter, oder? Nee. Für den Morphball bestimmt. Ja, okay, eine Lüftungsschacht führt hier weiter, gut. Haben wir hier zwei Wege auf der Karte? Ach so, das ist der andere Weg hier, okay. Hä, warte mal kurz, wir sind wieder hier draußen? Sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir können hier rein, ne? Ja, ja, ja. Dann sind wir wieder hier. Aber was hilft uns das alles? Okay, ja, wir sind wieder hier. Das hilft uns recht wenig, merke ich gerade. Okay, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, Freunde. Sorry. Ist der andere Weg vielleicht jetzt offen? Nö. Was ist denn los hier? Wie komme ich denn da hin? Ach so, jetzt ist wahrscheinlich die Tür wieder offen. Ich finde das immer noch... Ich mag das nicht genau, dass hier nach Willküren Türen geöffnet werden, oder? Nein, sie wurde nicht geöffnet. Oh nein. Okay, was geht ab? Oh oh. Jetzt kommen wir schnell hin, Bossfight. Ah, ich soll mir das anschauen, da kommt gar nichts rausgehüpft. Na, ich weiß, ob ich das überhaupt wissen will. Okay, Baller! Na, ich muss es erkunden. Da. Komm, Missile, schieß. Schieß, ich würde gar nicht schauen. Oh Gott, das Ding schaut jetzt zu niedlich aus, das wird wahrscheinlich voll das Viech, oder? Alter, kill's ab. Schieß. Verdammt nochmal. Oh Gott. Schieß, Samus. Ich glaube, das werden wir später noch... Das werden wir später noch bereuen. Ich werde das noch bereuen. Das wird bestimmt der nächste Endboss oder sowas. Oder der wird uns... Oder jetzt noch. Ja. Schieß einen Missile drauf, bitte. Ach, Samus, das wirst du sowas von bereuen, ganz ehrlich. Na, das wird was noch, Freunde. Na gut. Ich werde jetzt schon prophezeien, das wird ein Boss oder irgendwas ganz Böses. Es schaut jetzt noch niedlich aus. Ja, okay, es schaut jetzt auch teilweise schon böse aus, finde ich. Und da links haben wir doch ein Nest, ich sehe es doch. Ja, das Blöde ist, dass wir da vorne auch noch eins haben. Und ich jetzt gegen zwei Nester erstmal die Ausbrütungen davon erledigen muss. Ah, erstmal das da erledigen. So.
Und jetzt halt voll drauf. Komm, bevor da mehr kommen. Ich sehe ja schon rechts wieder welche. So, weg damit. Na, das sind mir ein bisschen zu viele hier. Okay, rechts ist das nächste Nest. Schnell drauf schießen. Missile. Nicht... Samus, was machst du denn? Schön draufbleiben. Oh, eins konnte noch rausschmeißen. Okay, haben wir hier irgendwo... Oh ja, da haben wir sogar ein Item. Da hinten. Okay, die Frage ist, wie kommen wir da hin? Das ist außerhalb der Map. Können wir da irgendwie rauf? Dann ist es bestimmt irgendwas für den Morph Ball. Aber wie kommen wir da hin, verdammt? Ha, gute Frage, gute Frage. Da bin ich jetzt... Da oben ist eine Röhre. Können wir jetzt da hinhängen? Ja. Da kommt sogar Zeug raus. Okay, warte, ich schaue erstmal den Weg zu Ende noch. Was? Eine unsichtbare Wand? What the fuck? Okay, deswegen müssen wir wahrscheinlich da hoch. Und Samus, komm, halte dich fest. So. Ja, Samus. Na, ach, ich muss nach oben gleichzeitig noch drücken. Okay, gut, gut. Das würde uns wahrscheinlich an dieser Barriere vorbeiführen. Ach nein, hier. Ein unsichtbarer, Verteiler, Antennen, Dings, der was auch immer. Ah ja, hat den Weg für uns freigemacht. Sehr schön. Okay, aber ich möchte erst nochmal das Item beenden haben. Vielleicht ist da noch irgendwo so eine Röhre. Ach so, jetzt kann man hier mehr sehen, was abgeht. Ah ja. Na dann ein weiterer für uns. Zack, jetzt können wir 15 Missiles haben. So wie früher... So viel hat früher, also 5 Missiles hat früher einen Container gebracht und jetzt hat, braucht man dafür 5. Boah, und hier wimmelt schon wieder vor diesen von diesen Stachelviechern. Na, die erledigen wir mal schnell, so. Und warum ist hier alles abgeriegelt, fällt mir gerade auf. Na, das gefällt mir nicht. Und vor allem, wo kommen diese Viecher her? Ich haut sie die ganze Zeit links aus den Türen aus. Ach so, da oben wird wieder so ein... Dings das sein, oder? Ja. Ach so, wir sind in einer Luftschleuse. Naja, zum Glück haben wir hier in Samus Anzug eh genug Luft. Zack, da war noch einer. Oh, und jetzt kommen wir hier an die simulierte Oberfläche. Da werden wahrscheinlich einige neue Viecher auf uns zukommen. Oh, okay, aber bevor ich es jetzt vergesse, ich bin gerade voll im Spiel drinnen, werde ich jetzt erstmal diesen Part hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal... Schauen wir dann, was uns bei dem nächsten Datenraum erwartet. Ich hoffe, ihr euch macht das Spiel auch so Spaß wie mir. Ich bin ja gespannt, was hier eigentlich alles abgeht in dem Ding. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei Metroid Other M. Bis dann und haut rein!